das Kinn weh, wenn ich das sehe. Chef, Sie können Sie doch nicht umdrehen. Das sind Sie aber selbst schuld, Chef. Erst ablocken und dann selbst hinlangen. Wenn Sie rechts hochziehen. Links kommt er. Mit Karate oder mit der Handschlag. Chef, und so nicht anders. Au! Seit wann werfen Sie mit Menschen nach mir? Oh, ich werfe nicht nach Ihnen. Ich lege Sie Ihnen zu Füßen. Kommen Sie mit, Karl? Ja. Macht's gut, Kinder. Bis morgen. Der Junge hat aber eine gute Form. Was man von der Dame auch sagen kann. Sie müssen schon entschuldigen. Was muss ich entschuldigen? Dass Sie mir in den Wagen gelaufen sind? Dass Sie noch keine Leiche sind? Ja, das ist es ja gerade, die Leiche. Ich bin völlig durcheinander, kopflos, hab den Kopf verloren. Finden Sie mal aus heiterem Himmel eine Leiche, dann werden Sie mal auch rennen. Was faseln Sie da? Wo ist eine Leiche? Da drüben im Auto, auf der Lichtung. Da. Ich wollte den Weg abkürzen und bin durch das Wäldchen gegangen. Auf einmal sehe ich den Wagen da. Na, nun denke ich, was macht denn der da? Und da gehe ich hin, um zu gucken, und da ist da die Leiche. Ich sehe nichts. Gucken Sie mal im Kofferraum nach. Wie viel haben Sie denn heute schon getrunken? Hm? Warum? Nichts? Weil das Dings leer ist wie meine Taschen nach dem Besuch beim Finanzamt. Was? Ja, das verstehe ich aber nicht. Eben war da noch ein Mann drin. Tot? Mausetot. Woher wollen Sie das wissen? Oh, das kann man doch sehen. Der Mann war so tot. Toter geht's gar nicht. Was suchen Sie denn jetzt? Einen doppelten Boden oder eine Falltür? Was ist denn das? Das dürfte Blut sein. Glauben Sie mir nun? Hey, Sie, was soll denn nun werden? Du wirst die Polizei verständigen müssen. Ich? Ja, wieso denn ich? Aber was machen Sie denn? Sie können mich doch nicht einfach hier stehen lassen. Wie sah er aus? Wer? Wer? Der Tote aus dem Kofferraum. Dunkler Typ mit Bärtchen, heller Hut, heller Trenchcoat, 1,75 groß, 30 bis 40 Jahre alt. Ja. Wie lag er im Kofferraum? Wie bitte? Ich möchte gern wissen, wie der Tote im Kofferraum lag. Tja, wenn ich mich recht entsinne, dann... Ja... Lag er mit dem Rücken oder mit dem Gesicht zu Ihnen, als Sie den Kofferraum aufmachten? Mit dem Rücken. Hatte er eine Verletzung im Rücken? Nein. Dann erklär mir mal, wie du sehen konntest, dass er tot war, wenn er mit dem Rücken zu dir lag und keine Verletzung hatte. Ich habe ihn umgedreht. Ach nee, war das nicht ein bisschen schwierig? Komm, Freundchen, keine weiteren Lügen, sonst verpasse ich dir einen Elfmeter. Also, was ist? Zuerst war ich etwas erschrocken. Aber ich habe kein Geld, bin völlig abgebrannt. Da habe ich ihm die Brieftasche rausgenommen. Ich habe schon nachgesehen, der Mann ist Sekretär bei der hondurikanischen Botschaft. Ich habe nichts rausgenommen. Was wollen Sie jetzt machen? Ich habe ihn doch nicht umgebracht. Was schlägst du vor? Lassen Sie mich laufen. Ach nee. Mit anderen Worten, ich soll also die Sache melden. Ja, wenn Sie wollen. Sie können aber auch die Brieftasche verbrennen, denn nur Sie und ich wissen ja von der Sache. Hm. Und was ist mit dem Kerl, der die Leiche hat verschwinden lassen? Den habe ich völlig vergessen.
Oder glaubst du, unser Juan Rapitos schwebt jetzt als Geist hier durch die Wälder? Nein, ich habe eine bessere Idee. Ich bringe die Papiere zur hondurikanischen Botschaft. Du sagst mir, wo ich dich erreichen kann, falls irgendwas passiert. Wie heißt du überhaupt? Ich heiße Pinky, aber ich habe keine Bleibe. Auch keine Arbeit vermutlich. Doch, ich arbeite im Hafen, manchmal auch bei Dr. Vanbrugh im Sanatorium, Rasenmähen, Autowaschen und so. Aber vielleicht kann ich sie anrufen. Okay, Pinky. Aber keine Tricks. Sonst ziehe ich dir die Ohren lang. Danke. Hau ab. Und Sie haben also den Wagen gefunden? Ja. Und Sie haben auch die Leiche Juan Rapitos gesehen? Ja. Allerdings, als ich dann mit der Polizei zurückkam, war die Leiche verschwunden. So, so. Naja, jedenfalls haben Sie recht. Vielen Dank für Ihre Mühe, Mr. Dexter. Keine Ursache, Exzellenz. Ach, eine kleine Bitte hätte ich allerdings noch, lieber Dexter. Exzellenz? Es gab nie ein Auto im Wald und auch keinen Toten im Kofferraum. Ich denke, wir haben uns verstanden. Und wie ich meinen Chef kenne, hat ihn die kleine Bitte sehr neugierig gemacht. Stimmt's? Stimmt, genau. Und das dürfte auch der Grund sein, weshalb ich so schnell aus London herkommen musste. Stimmt's? Erraten. Sagen Sie, Carol, haben Sie schon mal was von Todesstrahlen gehört? Beiläufig. Professor Quintus hat diese Strahlen weiterentwickelt. Mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen kann er nicht nur die Zündfunktion von Benzinmotoren unterbrechen, sondern auch von Düsen- und Turbinentriebwerken. Sie können sich vorstellen, welche Bedeutung das hat. Sehr gut sogar. Autos bleiben stehen, Flugzeuge stürzen ab, Raketen fallen vom Himmel. Grauenhaft. Aus diesem Grund hat Professor Quintus verfügt, dass das Gerät nur für die Landesverteidigung von Hondurica verwendet werden darf und an keine ausländische Macht übergeben wird. Und was hat das mit dem Toten im Kofferraum zu tun? In einigen Tagen findet in Hamburg ein wissenschaftlicher Kongress statt. Professor Quintus hält einen der Vorträge. Aus diesem Grund ist ein Duplikat der Pläne per Kurier in die hiesige Botschaft gebracht worden. Juan Rapitos ist der Geheimsachenverwalter der Botschaft und somit Empfänger der Pläne. Ach, ich verstehe. Daher pfeift der Wind. Juan Rapitos, der Tote im Kofferraum. Sie vermuten nun, dass mit ihm die Pläne verschwunden sind. Der Verdacht liegt nahe. Und weshalb sind wir hierher gefahren? Das ist das Privatsanatorium Dr. Vanbrugh. Der Arbeitsplatz von Herrn Pinky. Ja. Aber was noch interessanter ist, Juan Rapitos war hier in Behandlung. Was, Sie meinen das? Ich meine, dass Pinky möglicherweise Juan Rapitos kennengelernt haben kann, nachdem er hier arbeitete. Das ist sehr gut möglich. Und wie geht's weiter? Sie schauen sich mal hier ein bisschen um. Naja, ich weiß. Wie man ungesehen ans Haus herankommt, ob Hunde auf dem Gelände sind, macht ein Wächter seine Runden, etc., etc. Okay. Ich fahre inzwischen beim Polizeipräsidium vorbei und anschließend statte ich unserer Exzellenz, dem Botschafter von Hondurica, noch einen Besuch ab. Na dann Hals und Beinbruch. Weidmanns Heil. Petri, Dank. Es gibt Verwicklungen, schwere politische Verwicklungen, mein Lieber, wenn Sie nicht bald herausfinden, was mit Rapitos geschehen ist und wo die Unterlagen geblieben sind. Exzellenz, wir haben alles genau untersucht, aber wir kommen nicht weiter. Die Blutanalyse aus dem Wagen ergab zwar einwandfrei, dass es sich um die Blutgruppe von Juan Rapitos handelt, aber das ist auch alles. Die Leiche ist und bleibt spurlos verschwunden und damit die Unterlagen. Aber es muss doch irgendeinen Anhaltspunkt geben. Ein Mensch kann doch nicht einfach spurlos verschwinden, selbst wenn er tot ist. Unsere Verbündeten argwöhnen, dass wir die Unterlagen den Gegnern in die Hände gespielt haben. Und unsere Gegner behaupten, dass wir die Unterlagen gegen alle Abmachungen unseren Verbündeten überlassen haben. Das kommt davon, wenn ein kleines Land mal eine umwälzende Erfindung macht. Exzellenz, wir tun, was wir können. Gut, Lopez, aber um eines bitte ich Sie. Kein Aufsehen. Die Presse muss draußen bleiben, sonst sind wir erledigt. Und bitte beeilen Sie sich. Morgen muss der Bericht an die Regierung abgehen, denn übermorgen kommt Professor Quintus. Und wie stehen wir dann da? Exzellenz, es wird alles geschehen, was in meiner Macht steht. Euer Exzellenz? Was gibt's, Frau Anita? Ein Senior Dexter möchte Sie sprechen. Dexter? Der Mann, der Juan gefunden hat. Ich habe jetzt keine Zeit. Er kommt auf Empfehlung des Polizeipräsidiums. Wir genießen Immunität. Wir sind exterritorial. Ich lege keinen Wert auf Einmischung von deutscher Seite. Sagen Sie das diesem Mr. Dexter, Juanita. Nicht nötig, Exzellenz. Ich habe schon alles gehört.
Aber wenn ich an Ihrer Stelle wäre, dann würde ich mich anhören. Lassen Sie uns allein, Signorita Juanita. Sehr wohl, Exzellenz. Also, was wünschen Sie, Mr. Dexter? Lesen Sie das bitte, Exzellenz. Danach wollen wir uns unterhalten. Tut mir leid, Mr. Dexter, aber das ist unmöglich. Wie Sie meinen, Exzellenz, es war ja auch nur ein Vorschlag. Wo wollen Sie denn hin, lieber Dexter? Ich habe doch nur gesagt, dass das hier unmöglich ist. Ich bin damit einverstanden, dass Sie den Fall übernehmen. Allerdings stelle ich Bedingungen. Ich höre. Keinerlei Mitteilung an irgendeine Stelle. Keine Polizei. Sie arbeiten mit Senor Lopez, unserem Sicherheitsbeauftragten, zusammen. Nur ihm und mir erstatten Sie Bericht. Okay, Exzellenz. Dann sind wir uns ja einig. Ich lasse Sie jetzt zu Senor Lopez bringen. Alles Übrige können Sie dann mit ihm besprechen. Exzellenz? Bitte bringen Sie Mr. Dexter zu Senor Lopez. Gern, Exzellenz. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Alter Freund und Leichenfinder, was macht die Kunst? Wieder ein paar Tote gefunden? Weißt du, wer das ist? Das ist ein Landsmann von deiner Leiche aus Hondurica. Dort gibt's noch Indianer und Kopfjäger. Schon mal was von Skalpieren gehört? Und noch etwas. Fürs Lügen werden einem dort die Ohren abgeschnitten. Also pass schön auf, Pinky. Wenn ich jetzt die Hand wegnehme und du schreist, dann... Also. Was wollen Sie, Opfer, mir? Die Wahrheit hören. Wo ist Juan Rapitos? Im Sanatorium. Wer hat ihn umgebracht? Niemand, der lebt. Was? Ach. Und das Blut im Kofferraum? Das war alles seine Idee. Dr. Van Broek hat ihm Blut abgezapft, das haben wir dann im Kofferraum verschmiert. Dann habe ich den Wagen in den Wald gefahren und habe gewartet, bis ein Auto vorbeikam. Hätte ich natürlich gewusst, dass Sie ein halber Bulle sind, hätte ich natürlich einen dümmeren ausgesucht. Pinky, Pinky, keine Beleidigung. Dafür büßt man in Hondurica die Nasenspitze ein. Amigo, wo sind die Pläne? Was für Pläne? Moment. Was hatte Rapitos für einen Grund, so eine Show abzuziehen? Er ist doch politischer Flüchtling. Er sagt, wenn man ihn für tot hält, hat er es leichter unterzutauchen. Wo sind die Pläne? Ich weiß nichts von Plänen. Ich weiß wirklich nichts von Plänen. Glauben Sie mir doch bitte. Lassen Sie ihn. Ich glaube ihm. Er hat keine Ahnung. Er ist nur eine Art Handlanger bei der Sache. Cliff, wo sind Sie? Ja, hier. Hier drin. Im Sanatorium ist alles ruhig. Was werden Sie jetzt tun, Dexter? Carol wird hier bleiben. Sie nehmen Pinky mit in die Botschaft und passen auf ihn auf. Ich werde mich in dem Laden ein bisschen umsehen. Es kommt gar nicht in Frage, Dexter. Was Sie vorhaben, ist einigermaßen gefährlich. Sie tun, was ich gesagt habe. Wenn man Sie hier erwischt, haben Sie einen Sack voll Ärger. Vergessen Sie nicht, dass Sie Diplomat sind, Senor Lopez. Wenn Sie es so sehen, Mr. Dexter. So sehe ich es. Also los. Also los, Pinky, komm. Also, von vorne führt ein breiter Weg bis zum Haupteingang. Hinterm Haus sind zahlreiche Bäume und Büsche, die geben eine gute Deckung bis ans Haus heran. Und dann ist da ein hochliegendes Kellerfenster. Okay. Ich werde aber ganz unorthodox vorgehen. Und das wäre? Über den breiten Weg und durch den Haupteingang. Sehr originell. Und wenn Sie jemanden in die Arme laufen? Dann bin ich ein schmerzgeplagter Patient, der ein Sanatorium aufsucht. Sehr gut. Sagen Sie mal, was machen Sie da? Nur für den Fall, dass mich jemand untersuchen will. Kann ja sein. So, jetzt muss ich schauen, dass ich weiterkomme. Carol, falls ich in 2 Stunden nicht wieder da bin, dann bleibt Ihnen leider nichts anderes übrig, als eine kleine Rettungsaktion für mich zu starten. Höchst ungern. Und das ist positiv gemeint. Hallo. Was suchen Sie denn hier? Oh, ich habe so entsetzliche Schmerzen und oben habe ich niemand gefunden. Das tut mir leid. Kommen Sie rein. Dankeschön. Wo sind Sie denn her? Aus der nächsten Ortschaft. Unser Arzt ist leider über Land und nachdem die Schmerzen immer stärker wurden, dachte ich, man kann mir vielleicht hier helfen. Ja, kommen Sie, setzen Sie sich. Dankeschön. Dann wollen wir doch mal sehen, wo es fehlt, hm? Hier, es ist so ein ziehender Schmerz. Haben Sie Sodbrennen?
Ja, manchmal. Aha. Ja, das scheint wohl ein Ulkus zu sein. Ein was bitte? Ja, so eine Magengeschichte. Ja, viel kann ich nicht im Moment für Sie tun. Sie müssen schon warten, bis Dr. Van Broek kommt. Aber ich kann Ihnen etwas geben, um die Schmerzen zu lindern. Das ist nett von Ihnen. Wann erwarten Sie Dr. Van Broek? Etwa in einer Stunde. So, jetzt trinken wir das schön langsam aus. Oh, das ist aber bitter. Ja, gute Medizin ist immer bitter. Na, kommen Sie. Legen Sie sich hin. Das Mittel wird gleich wirken. Vielen Dank, Schwester. Das ist doch selbstverständlich. Dafür sind wir ja da. Sagen Sie, Schwester? Ja, bitte? Haben Sie einen gewissen Juan Rapitos hier in Behandlung? Nein. Wieso? Ach, nichts. Mir war so, als hätte ich ihn vor ein paar Tagen hier im Park gesehen. Ich kenne ihn aus Hondurica. Wir haben einen Patienten aus Hondurica hier. Aber der heißt nicht Rapitos. Ach. Sondern? Trottel. Kommen Sie bitte runter. Ich habe eine Überraschung für Sie. Hallo? Ja, ich möchte bitte Señor Lopez sprechen. Ja, ich warte. Ich habe aufgepasst. Sie sind ein Schatz, Mathilde. Wie weit sind Sie? Wie kommt denn der hierher? Der hat im Haus rumgeschnüffelt. Ah, dann müssen wir uns beeilen. Weshalb? Er arbeitet für die Botschaft. Wo er auftaucht, ist Lopez nicht weit. Bringen Sie Rapitos zu meinem Wagen. Ihn lassen wir hier liegen. Wie lange wird er denn noch schlafen? Schätzungsweise bis morgen früh. Ah, sehr gut. Sie kommen am besten gleich mit. Das Flugzeug, das uns holt, es geht in einer Stunde. Also, gehen wir. Miss Carroll, ist der Dexter noch im Sanatorium? Ja, und ich habe die Befürchtung, dass es nicht glatt gegangen ist. Ah, schauen wir also mal nach. Warten Sie, Señor Lopez, es fehlen noch 10 Minuten an der Sicherheitszeit. Hallo, verbinden Sie mich mit der Polizei. Polizei, bitte. Das werde ich der Polizei schon sagen. Verbinden Sie mich. Hallo, bitte. Kommen Sie gleich hierher. Verständigen Sie Kommissar Bünde. Mein Name ist Dexter. Ich bin in der Privatklinik Dr. Van Broek. Bitte beeilen Sie sich. Ja, wir beeilen uns. Cliff! Um Gottes Willen, ja, was ist los? Carol! Thank you.
Hände hoch! Waffen weg! Waffe weg! Juan! Der ist nur betäubt! Wo sind die Pläne? Such sie doch. Ich will schon reden, mein Püppchen. Seine Exzellenz wird sehr überrascht sein, wenn er erfährt, wer hinter der ganzen Sache steckt. Das glaube ich nicht. Na endlich, Paolo. Nimm mir die Waffe ab. Aber, Exzellenz, darf ich bitten? So, und jetzt gehen Sie rüber zu Ihren Kollegen. Miserabel. Ich bin aber auch ein Trottel, dass ich das Zeug getrunken habe. Wer weiß, was mir die Dienerin der Menschheit da eingeflößt hat. Ach, es wird schon werden, es wird schon werden. Das hoffe ich auch. Aber eins verspreche ich Ihnen. Nie wieder gehe ich unorthodox vor. Ja, Sie wollten ja auf den Rat einer erfahrenen Frau nicht hören. In unserem Beruf muss man immer die Hintertür benutzen.